Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen Far Cry Stream. Es hat wieder mal lange gedauert, bis ich hier mal endlich weitermache. Aber jetzt tue ich's ja. Ich merke gerade, dass bei mir hier was abgekackt ist, also der Avatar. Wo sind wir denn überhaupt beim letzten Mal stehen geblieben? Ich muss von Talia die Quests eigentlich machen und von ihm hier, vom Biro. Und dafür muss ich für beide Orte erstmal in die erste Welt reisen. Wo findet das statt, jetzt im Ernst? Da. Camp Maximas. Bin schon auf dem Weg. Müssen ja mal mit der Story vorankommen. Ist Paolo wieder beschäftigt? Schickt er dich, damit du mir hilfst? Hallo, da lief was neben dir. So, annehmen, verfolgen. Nehmen natürlich alle Aufträge hier mit. Weißt du? Ja! Ich kann's kaum erwarten, dass Talia und Paolo das sehen. So. Nebenquesten wurden angenommen. Zurück. Jetzt muss ich aus diesem Lager verschwinden. Weil ich sonst nicht schnell reisen kann. So. Notizbuch? Nee. Von Talia. Oder? Reise nach Segunda. Wo ist Segunda? Da. Und wo ist das andere? Wo findet das statt? Dort. Da kann ich sogar einen Absprung direkt in der Nähe machen. So, natürlich landen wir auf dem Gebäude. Ich bin bei der Akademie, Talia. Offenbar haben die Insassen sie übernommen. Scheiße, ja. Das macht es uns einfach. Du hörst mir nicht zu. Das Militär ist hier. Hier wird gleich ein Kampf ausbrechen. Dann geh da rein und hol Matthias raus, bevor die Armee das Gebäude stürmt. Kann ich nicht auch einfach die Armee umbringen? Da ist ein Ingenieur. Zurück unter deinen Stein! Headshot! Die haben mich nicht gesehen. Wieder einer weg. Jetzt halt doch mal still, Mädel. So, einer fehlt noch. Hallo. Tschüss. Das war easy. So, jetzt müssen wir nur noch Matthias finden. Hallo. Wer von euch ist Matthias? Du offenbar. Bist du Matthias? Du siehst nicht aus wie ein Doktor. Er ist doch gerade eindeutig in OP. Talia schickt mich, um dich rauszuholen. Fantastisch. Das Problem? Wenn ich die Arterie loslasse, stirbt er. Ich brauche ein Traumakit. Die Sachen werden in der Apotheke im anderen Gebäude gelagert. Ich werde alles holen. Rapido, por favor. Ich verstehe nicht, wie vom Doktor sein. Oh, ich sehe es doch schon kommen. Da drüben erwartet mich ein Krieg. Na, wie viele Soldaten gammeln da drüben? Hm? Achtung, Flammenwerfer. Viele, aber ich weiß, wo ich hin will. Um mir das Leben leichter zu machen. So, auf den Wasserturm. Machen uns das Leben mal leichter.
Vor allem den kann ich von hier aus besser auskundschaften. Weil da sind 100 pro noch ein paar von denen. Da schläft einer. Mit Ketchup im Gesicht. Sind es nur die drei? Entschuldigung, vier. Wenn ja, wird das easy. Danke, dass du stehen bleibst. Und das war's. Easy. Irgendwo in diesem Gebäude, da. Die nehme ich. Und das nehme ich. Matthias, ich hab dein Kit. Dann komm schnell wieder zurück. Die Soldados kommen. Bin auf dem Weg. Ich nehme eine Abkürzung. Ich kenne nämlich einen schnellen Weg zu dir rüber. Wo ist das Zeug, Guerriero? Bin unterwegs. Komm sofort. Siehst du, bin doch auf dem Weg. Weiß gar nicht, was du hast. Okay, den Weg hätte ich auch rennen können. Habe ich euch nicht gerade eben erst umgebracht? Tschüss. Und ich sehe jetzt schon, hier ist eine Kiste für mich. In dem Bunker da. Die nehme ich natürlich mit. Ist ja wohl klar. Ist eine Gratiswaffe. Wofür ich keinen großen Umweg machen muss. Und ich merke gerade, ich habe sehr viele Zuschauer. Zwar nur am Lücken, aber ich grüße sie trotzdem. Da komme ich nicht rein. Stimmt, ich kam von hinten rein, ne? Beziehungsweise ich bin hier oben lang. Beides müsste gehen. Ist hier sonst noch einer? Nö. Nehme ich. So, dann rette mal deinen Patienten. Gracias. Ich muss ihn stabilisieren, Danny. Halt mir die Soldados vom Leib. Diese Schweine kriegen Verstärkung. Ich lasse niemanden durch. Von welcher Seite? Von der hier. Was hast du da oben zu suchen? Ich darf nur einer snipen und das bin ich. Nein. Da habe ich was gegen. Ich frage mich gerade, muss diese Musik nebenbei sein? Das machst du gut, Chirizo. Die werden erledigt. Ich dachte kurz, das wäre einer von denen, ne? Wo kamen die denn? Ach, da! Jetzt kommen sie da nicht mehr. Hab dich!
Du gehst an kein Geschütz. Matthias, bist du fertig? Ich brauche mehr Zeit. Scheiße. Das wird eine Ich nehme das mal, ne? Was? Du willst tauschen? Ich komm ja schon. Ich bin alter Mann, ich bin nicht so schnell. Danke, dass ihr gewartet habt. Darf ich eben kurz noch hier oben drauf, bevor ihr in die Minen tretet? Das wäre sehr nett. No Scope. Mann, ich bin gut. Seit wann kann ich so gut schießen? Bin ich gar nicht gewohnt. Du bist sehr interessant gelaufen, Mädel. Einfach reinstreuen, man trifft schon. Ich hab mich angelogen. Einer ist auch auf der anderen Seite. Naja, auf der Seite ist ja jetzt Schutz, ne? Tschüss. Tschüss. Wo ist der dritte? Da ist ja noch einer. Sag ich doch, da ist noch einer. Hinterfragen wir mal nicht. Hallo. Warte, ich habe ein hübsches Geschenk für dich. Schön, dass du es angenommen hast. War ein schönes Geschenk, nicht wahr? Jetzt passt es. Hallo? Er hat's gefangen! Er nicht! War ein bisschen schlecht empfangen. Ich bin so scheiße im Zielen. Ich muss nach oben. Wie habe ich da jetzt verfehlt? Gleich ist es unten. Jetzt ist es unten. Die sind oben auf dem Gebäude drauf. Ist hier irgendwo eine Leiter? Nö. Muss einfach hoffen, dass ich sie von da aus treffen kann. Super, ich konnte sie von hier aus treffen. Da war ein Behindi. Matthias, ich habe mich um die Soldados gekümmert. Und ich habe mich um meinen Patienten gekümmert. Komm zu mir. Super, haben wir beide unseren Job erfüllt. Das war gut. Dani von Libertad. Hast du Erfahrung? Ohne Schmerzmittel? Hilf mir mal. Ach, bei einer OP oder irgendwas anderem ohne Schmerzmittel, ne? Ich kann das nicht. Als ich Paolo operiert habe, gab es kein Narkosemittel. Mein Kontakt lieferte nicht. Mir tut der arme Kerl leid. Hat Paolo nicht gezuckt. Scheiße. Kompliment, Kollege. Sag den Turteltäubchen, ich helfe, sobald ich Antibiotika für unseren Freund habe. Er überlebt. Dank dir. Gern geschehen. Hier, Kleiner. So, irgendwo hier ist noch eine Kiste für mich. Die würde ich gerne noch mitnehmen, bevor ich irgendwo hinrenne. Ich habe Matthias rausgeholt. Gracias. Und Paolo wird dir ebenfalls danken, wenn er davon hört. Du bist Wo ist meine Kiste? Es gibt eine Menge guter Leute bei Libertad.
Ich glaube, du würdest da prima reinpassen. Okay, nicht so schnell, Danny. Wenn wir noch mehr springen und Marquesa und Castillo zeigen, dass wir uns nicht unterdrücken lassen, ziehe ich vielleicht Libertad in Erwägung. Vielleicht. Okay. Wir haben sie zumindest bald auf unserer Seite. Nein, nicht sprengen. Ich hoffe, ich habe den Fahrer erwischt. Ach, machen wir es einfach so. Ich will nur die Leute befreien. Ich baller hinter dir und du bemerkst es nicht. Du bist auch gut. Ihr seid frei. Scheiße, was war das? Danny, an den Wasserfällen. So, was ist unsere nächste Hauptmission? Die Hype-Bombe. Das Banditensteilhangs dreht ein. Die ist bei mir schon geplatzt. Wir könnten die Vorräte gut gebrauchen. Ja. Ist ja gut, ich höre dir zu Ende zu. Dani, an den Wasserfällen des Banditensteilhangs dreht ein Konvoi seine Runden. Wir könnten die Vorräte gut gebrauchen. Wir haben viele hungrige Mäuler zu stopfen. Muchas gracias. Danke, dass du sie gefangen hast. Ich wusste nicht, wo ich sie verloren habe. Okay, machen wir mal hier eine Schnellreise, da wird auch ein Auto stehen. Mein Job ist es, den Kontrollpunkt hier einzunehmen. Ne? Nee, ich mache hier was falsch. Ich muss die Waffen sammeln. Also bei den Herausforderungen für Ubisoft hatte ich bisher nie das Problem, dass er das nicht erkannt hat. Du musst das auf jeden Fall halt auch mit dem Spiel in-game verbinden. Dann sollten da eigentlich keine Probleme auftreten. Also so kenne ich das zumindest. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich kenne das Problem halt nicht so wirklich. Hat es noch nie. Danke, dass du dich keinen Millimeter bewegt hast. Ich will da oben drauf. Da soll eine Kiste sein. Hopp. Oh, sogar ein Pfeil, der mir sagt, hier ist eine Kiste. Danke. Autsch. So, was war nochmal eigentlich mein Job? Ich hab's schon wieder vergessen. Den Zaun in die Luft jagen, das war mein Job, richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Hi, was macht ihr denn da? War aber nicht so nett, direkt eine Waffe auf mich zu richten. Ich mach doch nix. Das bin ich nicht. Hilf mir doch jemand! Ich soll da rein. In einen hellblauen Schisscontainer von McKay. So, ich muss diesen Schisscontainer finden. Ich dachte, ich muss da rein. Da drin ist auch noch ein Container. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Okay. Ein Hund? Hund befreit. Wie kommst du denn hier rein? Hallo! Und ja? Ich habe die Waffen und einen Hund gefunden. Ein Hund, ja? Hunde sind im Krieg äußerst nützlich, das zeigt die Geschichte. Ja? Du, Stubby, Chips, Nemo. Hat er schon einen Namen? Nein, noch nicht. Warum nicht, Danny? Er hat keine Identität. Gib ihm einen Namen. Okay, okay. Ja? Ich mit, Boom Boom. Gut. Du musst ihn abrichten, sofort auf dich, Horonis zu gehen. Ich mag meine Hunde wie meine Kriege. Brutal. Der ist putzig. Der erinnert mich an meinen eigenen Hund. Ich hab so das Gefühl, Boom Boom hat eine Menge Temperament. Ja?
Ich habe die falsche Mission gemacht, oder? Warte, bleib hier! Oh, er gibt Pfötchen! Ich habe wenigstens ein Amigo freigeschaltet. Hat sich gelohnt. Wartet. Ich wollte gerade machen, dass er mir die ganze Zeit folgt. Was muss ich denn mit dir machen? 10 Ressourcen von Leichen. 24 Tiere markieren. Damit markiert er halt die Tiere offenbar. Oh, und mit der letzten Fähigkeit kann er Schaden anrichten. Nice. So, jetzt aber wieder Hauptmission. Weil ich dachte eigentlich, ich würde gerade seine Mission machen, um ehrlich zu sein. Hey, Bicho. Bin in Segunda. Ui, wurde auch echt Zeit? Er schreibt mich auch schon wieder. Achso, meine Schwester. Worauf wartest du noch? Sprüh die Poster an, leg die Bomben, verbreite die Kunde. Radio Libertad steht in den Startlöchern. Kollege, auf geht's! Okay. Okay, das sind interessante Missionen. Den Platz bei der Kirche. Ein guter Ort für Beechos Flyerbomben. Sprengstoff an einem öffentlichen Ort legen. Was kann da schon schief gehen? Ein bisschen etwas. Einer weg. Die Ausgangssperre beginnt jede Nacht um 1 Uhr. Zwei weg. Drei weg. Achso, da ist ja noch einer. Entschuldigung, eine. War nicht so gemeint. So. Über Poster und in den Mülleimern. Nehme ich. Hä? Der Hund hat mir gerade irgendwas gebracht. Bist ein Feiner. Mülleimer, Mülleimer, da. Ich bring nur den Müll raus. Hier gibt's nichts zu sehen. Ist ja auch nicht so, als ob die auffallen in so einem Mülleimer, ne? Ich wollte eigentlich nicht den Hund streicheln. Ich wollte das da. Bomben gelegt. Wie gesagt, überhaupt nicht auffällig. Da ist noch ein Mülleimer. Ja, ich bin ganz unschuldig. So, und wo müssen die jetzt hin? Ich muss über Poster was pinseln. Ich hab keine Waffen, ich weiß nicht, wovon du redest. Los, auf die Cojones! Brav! Ihr seid solche Genies. Ist ja nicht so, als ob gerade direkt neben euch ein Kollege gestorben ist. Ziel verloren. Ziel hinter dir. Ziel hatte ich in der Luft abgeschossen. Matanzas Lügen, wo sind denn die? Ach, sind denn die das? Muss ich die da am Pinseln? Ja. Ja.
Okay, so ging ich's nicht. Muss ich einen anderen Weg da hochfinden. Ich sollte lieber meine Graffitis fertig kriegen. Ja, ich suche gerade den Weg zu den Graffitis. Wahrscheinlich über die Dächer, ne? Eine besondere Ankündigung von El Presidente Anton Castillo. Ja, ja. Der und seine ständigen Ansagen. Es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Was seid ihr? Hat funktioniert. Und verunstaltet. Nice. Dann hole ich mir mal meine Kiste, ne? Ich habe gesehen, da hinten ist nämlich eine iranische Waffenkiste. Und da sind immer wunderschöne Waffen drin. Außerdem ist hier auch ein Poster. Ich glaube, ich könnte Karriere machen. 2 von 6. Ja, ich bin ein echt guter Künstler. Was meint ihr? Wo komme ich da rein? Hier. Aber erst. Hi. Hi. Ich will nur das da oben haben. Ich gehe dann auch sofort wieder. La Cucaracha, la Cucaracha, bla 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 bla. Ich habe eine Wohltat verbracht. Ich muss die halt hier alle suchen, ne? Wo ist ein Poster? Da ist eins. Und da ist eins. Setz mir mal einen Wegpunkt dahin und hol mir das. Ist ja gut. Ich verstehe schon, ich kann hier nicht durch. Fick dich, Castillo. Der Künstler wieder zugeschlagen. Bicho, war es bisher ganz gut. Nettes Logo. Gracias. Achte auf die klaren Linien, okay? Verstanden, Bicho. Also, locker aus dem Handgelenk, ja? Weiche Bewegungen. Ist ja gut jetzt, Gojones. Ich liebe dich. Ich dich auch, Bicho. Oh. So weit kann ich ihn aber nicht hochwerfen. So, ich muss mal wieder darüber. Ich hatte gerade kurz die Angst, dass ich runterfall. Immer schön aus dem Handgelenk. 2 noch. Ich brauche nur noch 2 von diesen komischen Postern. Dann habe ich heute schon einen riesen Fortschritt gemacht. Da ist noch eins. Und was auch immer das ist. Scheiße. Ich bin gut. Eins noch. Ja? Ein Poster noch, dann habe ich es geschafft. Na, 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 na. Was ist hier eigentlich für eine fette Party? Wollt ihr mir das erzählen? Ihr müsst doch nicht gleich in die Luft fliegen. Ich hab doch nur gefragt. Nehme ich halt nicht an der Party teil. Mann, ich frag die einfach nur, ob ich bei der Party mitmachen kann und die fliegen direkt in die Luft. Zack.
erschafft. Nächste deine Mission, ich höre. Ich bin fertig. Nein, 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 Mann. Bist du nicht. Bereit für den nächsten Schritt? Ja. Das bin ich. Okay, Maria ist unterwegs. Sie wird ein Banner enthüllen. Live im Fernsehen. Und du wirst es gegen mein Banner austauschen. Oh, werde ich das? Es hängt ziemlich hoch, aber du schaffst das, ja? Clara wird voll drauf stehen. Auf geht's! Ich werde meinen Spaß haben. Gut, ich mach's. Auf geht's, Team. Auf den Kran. Hallo, hab gehört, du stürzt heute ab. Das Ding hätte jetzt genau in meinem Gesicht abstürzen müssen. Dann hätten alle was zum Lachen gehabt. Nein, danke. Tja, das kommt davon. Ich komm von hier aus da hoch. Nice. Wow, was für eine Aussicht. Wunderschön. In echt könnte ich das nicht. Ich bin gerade auf dem Metall an der Seite lang gelaufen. Nein, sie haben meinen Hund abgeschlachtet. Dafür werdet ihr büßen. Bicho, ich habe ein Strafregister soeben um Vandalismus erweitert. Wohl eher das Register mit dem geilen Scheiß, der dich so krass macht. Wir treffen uns an der Tankstelle vor der Stadt. Leg los! Wer ist es, der Krieg mit mir haben wollte? Keine Sorge, ich bin ja da. Jetzt ist es Zeit für Rache. Wer von euch hat meinen Hund ermordet? Warst du das? Hm? Das ist meine Antwort dafür. Niemand schlachtet ungestraft meinen Hund. Habt ihr das verstanden? Und moin Sunny. Alles nur für dich. So ein süßer Fratz. Los, Kehle! Auf die Kochanis! Das hast du fein gemacht. Fletsch die Zähne, Bubu. Aus dem fahrenden Fahrzeug. Einfach meinen Hund zu treten. Ihr habt sie doch nicht mal. So, wo war der? Da. Ach komm, Boom. Den kurzen Weg schaffen wir auch so. Ich weiß nie, wann dieser Hund seinen Job macht. Er kann Zeug von Toten looten. Die Frage ist, wann macht er das? Was sind die Bedingungen dafür? Hi. Du ziehst nur einmal auf meinen Hund. Nee, bisher habe ich mich nicht selbst hochgejagt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. So ein braver Hund. Ich muss ihm nicht mehr sagen, dass er ihn in die Kehle beißen soll. Das macht er einfach so. Ein richtiger feiner Hund ist das.
Jetzt kletter doch den einen Meter. Schafft er nicht. Ich wollte gerade kurz das Auto hier nehmen. Komm, Mundi, steig ein. Oh, der macht das sogar wirklich. Das war nur als Scherz gemeint. Feiner Hund. Damit hast du dir deinen Platz als mein Lieblingstier spielt. Ah, da war's, ich hab nichts gesehen. Ich habe das Gefühl, der Wagen hat einen Platten. Achtung, es geht los! Und nun eine besondere Ankündigung. Dafür bin ich verantwortlich, was jetzt passiert. Meine lieben Freunde aus dem Ausland. Irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen? Die muss ich umbringen. Sind Sie besorgt? Wie reagieren Sie auf die Gerüchte, Diego Castillo sei Ihr Sohn? Gar nicht. Diego Castillo ist der Sohn des Präsidenten und ein Vorbild für alle wahren Jaraner. Und nun ist es mir ein Vergnügen, den Bau des Anton Castillo Kulturzentrums für wahre Jaraner zu verkünden. Perfekt! Immediatamente. Sehen Sie? Das ist die Art kultureller Beschmutzung, gegen die wir ankämpfen. Ah, wir müssten uns kurz Ihre Telefone und Kameras ausleihen. Hat nicht gefallen. Ein ganz Jahr hat diese Scheiße gesehen. Oh mein Gott, Danny, wir haben so viel zu tun. Ich raste Mission erfüllt. Völlig aus. Ja, man merkt's. Habe ich fein gemacht. An irgendwen erinnerst du mich? Danny, der Traum wird wahr. An wen erinnerst du mich? Okay, du bist auf Sender? Nein, aber wir sind so verflucht nah dran. Ich kann's schon riechen. Komm auf meine Ranch. Warum? Was für eine Ranch? Weil ich da bin. Ist das nicht Grund genug? Ja. Peter, bist du hier? Warum brennt es hier nur? Peter. Oh, meins? Ein Hifi. Hola, Picho Duarte gibt bekannt, dass Anton Castillo ein schlechter Sack Scheiße ist. Okay. Der beste Guerriero der Welt. Was steht da? Ein paar FND-Informationen. Bicho, wo bist du? Machen wir es uns mal kurz leicht. Ich habe gehört, Wände existieren nicht mehr. Wo ist der Kerl? Ach, hier hinten in dem Eck. Willkommen bei... Hab ich dir je gesagt, dass ich dich liebe, Danny? Ja. Ich soll Rotantennen. Ja. Du mich auch spiel. Gut, dass ich mir einen Heli geschartert habe. Ich kenne sowas von den Heli. Bewegung, Bum. Zurück. Steig ein! Warum brennt der Baum? Hat einer von euch den Dulli gesehen, der hier alles in Brand gesteckt hat? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich
habe nur was anderes gerade gesehen. So. Ihr habt hier keinen Spaß. Okay, Bicho. Was hast du für mich markiert? Bingo. Die Soldaten stehen hier im Weg. Ich muss hoch. Weg vom Heli, dass sie nicht mehr drauf schießen. Ich will nicht einsteigen. Ich wollte ihn reparieren. Ich brauche den Heli noch. Brauche ich Ewigkeiten für die Mission. Boah, ihr Penner! Ich kann mich nicht um zwei Sachen gleichzeitig kümmern. Danke. Tschüss. Doch nicht. Jetzt fall doch mal runter. Danke. Du machst das schon, die. Meine Antenne funktioniert, glaube ich, jetzt wieder. Bleiben noch zwei. Eben kurz zu Ende reparieren. Wenn schon ein ganzer Heli. Ich sehe etwas. Das war's wert. Nein, war's nicht. Was meint ihr, Leute? War es wert, den Heli zu opfern, um den zu killen, der meinen Hund ermordet hat? Ich finde, es war ein fairer Tausch. Dafür, dass ich jetzt 300 Meter latschen muss. Hola, Danny. Alles gut bei dir? Ja, bin beim Turm am Café Tasse. Warum? Klingst ein bisschen gestresst? Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Oh, was ist ein Mural? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Okay, Bichos Graffiti. Ich sehe schon, ich habe Spaß hier. Für eine FND-Kiste nur, oder wie?
Hey! Wer? Muss noch weiter hoch. Ganz oben drauf, okay. Kein Wunder, ich attackiert, wenn hier ein Nest ist. Das wird das Signal verstärken. Noch ein Turm, dann kann Radio Libertad loslegen. Ich sollte den Weg eigentlich auch von hier aus fliegen können. Ich hatte Angst, ich fliege runter. Ich bin bei der Wohnung. Ja, der hat das einfach noch nicht übernommen. Angezapft, aber eine ihrer Schaltungen ist durchgebrannt. Das unterbricht die Stromzufuhr zu einer meiner Antennen. Geh aufs Dach und finde sie, por favor. Folge meinem blauen Graffiti bis zum Kontrollraum da oben. Er ist verschlossen, aber das hat sich noch nie. Ich habe einen Weg reingefunden. Nach Nebichau. Scheiße, ja! Radio doch nicht. Wird Yara mit der Wahrheit erleuchten. Da ist der Fehler. Ich weiß nicht, warum ich da gerade reingedrückt werde. Esperanza, mach dich bereit für Radio Libertad. Alles klar, Bicho. Radio Libertad kann auf Sendung gehen. Donnie, hab's versucht, aber Marquez zerstört meine Signale. Sie übertönt mich einfach mit dem Sackgesicht Anton. Ach, scheiß 2G-Verbindung. Störsender an der Gipfelstation Taino platt und die großen... Wo? Oh, ist ja direkt über der Absprungstelle. Das war ein Zivilist, ich dachte, das wäre einer von denen. Bitte? Hallo? Nicht wirklich. Hab leider den falschen Anbieter gewählt. Oh, das tut weh. Gut, das tut beim Hingucken schon weh. Schade, dass ich kein Reittier für den Weg habe. Du bist neu. Ich muss den ganzen Weg darüber latschen. Also so teilweise. Zumindest die Hälfte vom Weg nicht. Bin schon unterwegs. Dann lassen wir die Propaganda mal auffliegen. Kann ich schon ein bisschen von hier aus sehen? Ja, gesichtet. Nur ein, zwei Leute. Ich bin gegen den Ast geknallt. Jedes Mal. Ist ja gut, ich laufe den Weg. Ich hab ja schon verstanden, Spiel. Ich habe verstanden, dass ich laufen soll. Muss es mir nicht so deutlich ins Gesicht schlagen, dass ich laufen muss. Es schlägt mir einfach ins Gesicht, das Spiel. Sagt, nee, du fliegst hier nicht, du läufst. Das ist der Offizier. Er ist alleine. Binga, diese Stimme. Die Störer müssen weg. Scheiße, bin ich gut. Wenn der Solo ist, baller ihn weg. Augen auf, Danny. Ist da unten sonst noch einer?
Und noch ein Bauernopfer. Böser Hund. Noch einer weg. Da ist eine Kiste für mich. Ich hab panzerbrechende Munition. Eure Panzer bringt euch einen Scheißdreck. Ich hab gehört, das ist Zeit für mein Radio. Genug von dem Dreck. Hi. Du läufst nirgendwo hin. Da ist der Turm. Oh, danke. Ein bisschen Munition kann ich gut gebrauchen. Bewegung. Mine ins Gesicht. Ich muss auf den Turm steigen. Hab ich gerade gehört, wie ihr meinen Hund getreten habt? Mal wieder. Immer treten die nach meinem Hund. Aber ist er doch so liebenswert. Ich meine, guckt ihn euch an. Der ist doch putzig. Der hat ja noch so ein Stück von seinem Arsch im Mund gehabt. Muss ich das Ding einfach kaputt machen? Ich geh mal ein bisschen weg, ne? So, ich muss da oben drauf. Das sehe ich jetzt erst. Ja, Leute, ich weiß. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Diego! Ach, Diego. Bum, bum, da hoch mit dir, los! Au! Bewegung! Da bist du in Sicherheit. Eine Mine ist hochgegangen. Ich muss den Schalter am Verstärker umlegen. Oh. Meine. Die Abrechner. Das wird jetzt spaßig. Bingo! Oh, es ist grün. Hola, Yara! Daneben! Radio Libertad, ein neuer Sender der Libertadsrevolution von unseren Herzen in eure Ohren trägt. Hier gibt's keine. Könntest du bitte abstürzen? Scheiß. Hier gibt es nichts als die Wahrheit und coole Beats. Apropos, hier ist ein Klassiker von Maximas Matanzas, um warm zu werden. Tschüss! Laut und deutlich, Bicho. Hast du es gerade schon erzählt? Mach nicht, sobald keiner mehr auf mich schießt. Okay, cool, cool. Viva Libertad! Hol ihn dir!
genau in dem Moment Zeitlupe zu kriegen. Ich habe meinen Hund gerecht. Meine Musik ist das nicht so. Gehen wir mal irgendwo hin, wo es auch ruhig ist. Ich will gucken, ob ich da in dem Lager jetzt verbessern kann. Ist er hier, um Paolo zu ersetzen? Achso, ich habe hier schon alles aufgebessert. Jede Menge Arbeit. Na gut, Leute. Ich würde sagen, für einen Abend war das mehr als genug. Hab hier doch richtig viel geleistet. Ich verabschiede mich dann jetzt von jedem Zuschauer und wünsche dann jedem noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch das anguckt, oder eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.